Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung und zwar mit den Mods, die heute Freitag, dem 25. Februar im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar wurden heute veröffentlicht 6 Updates, 14 neue Mods und eine neue Karte. Bevor wir uns gleich auf die Reise durch die neue Karte machen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Jürgen und Martin für die Abos. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Mittlerweile habe ich ein bisschen nachgeguckt, was das Problem sein könnte, dass mir gewisse Abos angezeigt werden und gewisse nicht. Es kam auch durch den Hinweis eines fleißigen Abonnenten, der mich darauf hingewiesen hat, dass Leute, die ihr Profil bei YouTube sichtbar haben, bei mir angezeigt werden, wenn sie ein Abo holen. Leute, die das Profil selber als unsichtbar haben, werden bei mir nicht gemeldet. Das scheint also der Grund zu sein, warum mir gewisse Abonnenten angezeigt werden und gewisse nicht. Natürlich starten wir diese Mod-Vorstellung mit der neuen Karte, die herausgekommen ist. Und zwar heißt diese Hobbos Hollow. Und zwar handelt es sich um eine Vierfachkarte. Es ist die erste Vierfachkarte, die von Giants im Mod Hub freigegeben worden ist. Dieser kommt von Haggis, Downloadgröße 273,09 MB in der Version 1.0 und ist leider nur für PC und Mac. Aufgrund meines Streifzuges durch diese Karte zeigt sich heraus, dass diese Karte sich offenbar im US-amerikanischen Idaho befindet. Wobei ich also, wenn ich mir die Landschaft angucke, habe ich mir unter Idaho ein bisschen bergigeres Gelände vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz, also auf jeden Fall sehr schön. Sehr schön detailliert auch hier. Also, if I'm missing, I am probably fishing. Also, wenn ich nicht da bin, dann bin ich wahrscheinlich beim Fischen. Fishes Paradise, Fishing Paradise hier auf jeden Fall. Das ist, wo wir herauskommen, wenn wir uns in die Karte reinladen. Also wir kommen nicht bei unserem Hof raus, sondern hier quasi beim Fischen. Lustig ist auch, wenn wir nämlich jetzt dann hier zur Straße hochgehen, dass nämlich hier auch unser Pickup steht. Das heißt, den haben wir auch mitgenommen zum Fischen gehen und der ist auch schon ein bisschen angeschmuddelt. Also es ist auf jeden Fall sehr stimmig gemacht, dass man hier irgendwie eine Geschichte erzählt bekommt, wo man gerade ist. Also man ist gerade beim Fischen und fängt in dieser Weise hier seine Karriere als Bauer an. Wir fahren mal zu der Farm hin, damit wir uns mal angucken können, wie die Farm ausschaut. Also das heißt, wir kennen schon einen Teil unseres Equipments und zwar ist es dieser Pickup Truck hier. Dann haben wir auch schon eine der Verkaufsstellen. Mal gucken, ob ich überhaupt hier richtig fahre. Ja, da fahren wir richtig. Also das heißt, wir müssen hier durch dieses kleine Vorörtchen durch. Und sehen hier auf der rechten Seite, kaum zu erkennen, also hier auf der rechten Seite unser Landstück, was uns zu uns gehört als neuer Farmer. Das ist dieses Landstück Nummer 4. Und dann fahren wir jetzt zur Hofeinfahrt hier. Also, das ist dann hier unser Hofgelände. Das ist natürlich unser Zuhause. Dann haben wir ein paar Sachen herumstehen, die schauen wir gleich an. Dann haben wir ein Silo hier stehen, was zu unserer Farm gehört. Und ein Shed und das war's dann auch schon. Wir haben 3 Trecker. Wir haben den 3670 von Massey Ferguson. Dann haben wir einen Welger Anhänger. Dann haben wir einen Bredal Dünger, unser Kalkstreuer, und zwar der kleinere, das ist der 105er. Zudem haben wir einen New Holland, und zwar den T6175 da stehen, mit einem Quickie Frontlader und einer Schaufel dran. Dann haben wir den Standard Deutz Fahr Drescher, der glaube ich fast überall dabei ist. Dann haben wir hier im Schuppen drin haben wir den 4755er Johnny stehen. Dann haben wir hier einen Rabewerke Grubber. Haben einen Tiefenlockerer und eine Seemaschine. Das ist das, was zu unserem Hof gehört. Also das ist ja nicht viel Equipment, aber es ist auf jeden Fall genügend. Hier auf jeden Fall haben wir noch den Pickup, den haben wir schon gesehen. Dann haben wir noch diesen Wassertank hier stehen, der gehört auch noch zu uns. Und wie schon eben gesagt, eben das Landstück Nummer 4.
das hier quer durch das Wäldchen durchgeht und dann sind wir hier auf unserem Feld. Wir schauen uns mal die Karte an. Das ist also Hollow's Hollow. Wir haben hier eben unseren Fischerteich. Dann haben wir hier nochmal einen Teich, größeren Sumpfgebiet hier. Dann haben wir den Fluss, der durchgeht. Landflächen gibt es in verschiedenen Größen, vor allem aber in der mittleren Größe. Wir haben, glaube ich, das kleinste Landstück ist, glaube ich, die Nummer 3 hier. Diese Parzelle hier neben unserem Hof. Das ist eine Parzelle mit 1,79 Hektaren. Und wir haben die größte Parzelle hier. Das ist eine Landfläche von 46 Hektaren, also knappe 50 Hektaren. Und wir sehen, wir haben vor allem im mittleren Bereich haben wir die Größen der Felder zuzuordnen. Es gibt ein paar kleinere Felder und eben zwei, drei ganz große. Auf jeden Fall gibt es auch sehr viel Forstfläche. Es gibt auch, man kann auch die Fläche rundherum kaufen. Die kostet dann 35 Millionen. Dann hat es 636 Hektaren. Also diese Fläche, die Gemeindefläche quasi kann man kaufen, wenn man genügend Kleingeld hat. Dann schauen wir uns mal ganz kurz mal den Verkaufskatalog an. Also wir können hier sehen, dass alle Fruchttypen wie auch Produkte aus möglichen Produktionen verkauft werden können. Also es ist klar, Streusalz nein, aber alles andere kann verkauft werden. Ausnahme ist alles, was an die BGA geht, weil noch keine BGA auf der Karte verbaut ist. Wir schauen uns mal den Kalender an. Wir könnten hier im Prinzip zwei Saatzyklen machen im Jahr. Sagen wir mal, dass wir im August jetzt sofort den Weizen ernten können, dann wird der im September angebaut, kann dann im Juni wieder geerntet werden, kann, wenn man schnell ist, sofort Sojabohnen wieder anpflanzen und kann diese noch im selben Jahr wieder ernten. Dann hat man dann aber einen Zyklus, wo man nichts mehr machen kann, aber man könnte im Prinzip zweimal im Jahr ernten. Also das ist eine Variation, ein Customized Saatkalender, der für diese Region anscheinend zu passen scheint. Tiergehege und Tierställe sind keine verbaut, standardmäßig. Also man muss alles selbst aufbauen, wenn man in die Tierzucht einsteigen will. Es gibt Verträge, das ist alles verfügbar, also alles wie gehabt und normal. Wir schauen uns mal ganz kurz an die Verkaufsstellen, die vorhanden sind auf der Karte und gehen die auch gleich mal kurz anschauen. Zum Beispiel, wir haben hier, wenn wir hier anfangen, haben wir den Campingplatz. Das ist eine der Verkaufsstellen. Das ist diese hier. Wenn wir ein bisschen runtergehen, sehen wir auch, dass hier Leben ist auf diesem Campingplatz. Stan Haggard State Preserve, Department of Natural Resources. Dann hier Campers, please. Self-Register, Stop Pay Here und dann haben wir hier die Ticketmaschine, wo man eben seinen Campingplatz bezahlen und kaufen kann. Dann haben wir hier natürlich das stille Örtchen und schön ist auch, dass es hier wirklich einen Unterschied gibt zwischen Man and Woman. Also sehr detailliert, sehr im Detail, sehr schön gemacht, sehr weit gedacht. Hier auch wirklich so eine kleine Zone, wo man sich wirklich vorstellen kann, ein bisschen im Sommer hier ein bisschen zelten zu gehen mit den Kindern, mit der Familie, ein Lagerfeuer zu machen. Also richtig cool gemacht, schön hier. Okay, dann haben wir eine weitere Verkaufsstelle, ist der Highway-Hersteller. Also nichts, hier gibt es nichts Besonderes zu sehen. Eine der Verkaufsstellen ganz normal. Dann haben wir hier das Getreidesilo, also den Grain Elevator. Auch hier nichts Spezielles zu sehen, auch ganz normal alles. Natürlich der Gesteinbrecher, den schauen wir uns nicht an. Dann haben wir hier den Circle C Salon. Ich glaube, das ist ein Standardgebäude, wurde einfach das Schild geändert. Ich glaube, das heißt Pizzeria normalerweise und da wurde jetzt eben der Circle C Salon draus. Dann haben wir hier den Bauernmarkt. Und da kann man sehen, dass hier eben auch wieder der Bubergump Farm Shop. Also hier würde man schon wieder sagen, dass hier ein bisschen Wert dran gemacht worden ist. Hier haben wir auch Premium 1. Wir haben hier die Basketballanlage. Wir haben eine super schöne Textur hier. Also das ist alles sehr schön passend. Wir haben hier das Sägewerk. Da ist auch alles Standard. Dann haben wir hier das Reverend Getreide Verkaufsstelle hier. Das ist auch alles eigentlich Standard.
Also hier wurde sogar das Schild geändert, Reverend Grain. Also alles hervorragend schön gemacht. Dann haben wir hier den Hobo Bauernmarkt. Und da können wir eben dann sehen, hier Hobos Farm Supplies, Hobos Hollow in Idaho. Daher die Annahme, dass es eben in Idaho abspielen soll. Hier ist der Ballenverkauf. Dann schauen wir kurz mal rein, was es denn für Produktionen, die installiert sind, gibt. Bitte ignoriert die hier. Das ist für das weitere Vorgehen in der Mod-Vorstellung. Also die einzige Produktionsstätte, die standardmäßig installiert oder aufgebaut ist, ist das Sägewerk. Alles andere muss aufgebaut werden. Also wir können aber sehen hier auch, dass es hier zum Beispiel Flächen gibt, die man gut nehmen kann, um etwas hinzubauen. Auch hier gibt es eine große Fläche, die man nutzen kann, um eine Hoffläche hinzustellen oder eben auch Produktionen aufzubauen. Also es gibt hier schon die Möglichkeit, etwas in dieser Richtung zu tun. Also sehr schön gemacht. Dann haben wir hier natürlich noch den Händler, den haben wir, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich gerade zu Beginn einer der Hauptanlaufstellen, wenn man seine Maschinen hier abholen geht. Ja, wunderbar. Das ist also Hobos Hollow. Besitzt insgesamt 57 Felder in verschiedenen Größen, das haben wir gesehen. Aber ich würde mal sagen, dass ein Großteil in der Größenordnung von mittelgroß ist. Ja, soweit der ganz schnelle Rundgang über die Hobos Hollow Vierfachkarte, die erste dieser Art, die im Giants Mod Hub veröffentlicht worden ist. Das lässt hoffen, dass auch andere große Karten in den Mod Hub kommen. Natürlich werden diese dann erstmal nur für PC und Mac sein. Ich glaube nicht, dass die großen Karten für die Konsolenspieler in dieser Version des LS überhaupt möglich sind. Wir machen weiter mit der Mod-Vorstellung und machen zwar weiter mit den Updates, die herausgekommen sind. Und zwar betrifft das erste Update die Saatgutproduktion von Vanquish 081. Der ist auch von diesem VSR Modding Sur Team. Die Downloadgröße beträgt 1,98 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt, Produktion angepasst, Zyklen stündlich angepasst, Kosten angepasst. Die nächste Mod, die ein Update bekommt, ist das Karma 16 Spezialsilo, also die Serie, das Paket, das wir uns schon mal angeguckt haben, kommt von Zottel Zockt. Downloadgröße 0,52 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Und der Changelog sagt hier, die russische Übersetzung wurde hinzugefügt und die Mod wurde konsolenfähig gemacht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass in den nächsten Tagen, natürlich nicht übers Wochenende, aber in den nächsten Tagen vor allem sehr viele Updates kommen werden, weil natürlich eben ganz brandneu der Patch herausgekommen ist, der gestern freigegeben worden ist. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, bezüglich dem Changelog, was alles hinzugekommen ist, was sich geändert hat, dann bitte jetzt oben rechts in der Ecke auf den Link klicken, damit du dahin geführt wirst, wo ich diesen Patch bespreche. Wir kommen zum nächsten Update und zwar kommt dieses von Leon K. Und zwar kommt dieses von Leon.K. Heißt die Ballengabel, Downloadgröße 0,2 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass die Farbkonfigurationen hinzugefügt worden sind. Das nächste Update kommt für den Ermo Ghibli 300. Zwar kommt das von MiroZ, Downloadgröße 5,97 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt, Einfrierprobleme wurden behoben und verbesserte Klänge. Das nächste Update kommt von Schnibbelmodding und betrifft den Kaweco Radium 245, 255, 260er. Downloadgröße 29,71 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen.
Das Änderungsprotokoll sagt, dass die Kollision am Kaweco Radium 245 angepasst worden ist. Dann wurde eine Version hinzugefügt, und zwar die Kaweco Radium 250, die 255 und die 260er. Das nächste Update kommt von Rossen Mods, betrifft den JCB Teledruck, Downloadgröße 7,02 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Position und Aufhängung der Innenkamera wurde korrigiert. Kameraprobleme mit Head-Tracking wurden behoben. Ah, endlich kann ich den dann korrekt nutzen. Wir kommen zu den neuen Mods. Und zwar haben wir zuallererst mal den John Deere CS770. Kommt von Agro Tono. Downloadgröße 20,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Baumwollerntemaschine wird vor allem die Baumwollfreaks und Freunde freuen, denn diese Maschine kommt mit einer Leistung von 515 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 1022 Liter, 61 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit von 32 km/h. Ladevolumen für Baumwolle 10.000 Liter, Gewicht 28 Tonnen und jetzt hier Arbeitsbreite 11,4 Meter. Das ist, glaube ich, ein massiver Sprung. Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und presst Rundballen mit dem Durchmesser von 238 cm. Der Preis ist happig, 913.000 Euro. Da muss einiges geerntet werden, bis hier eine Rendite rauskommt und die Maschine amortisiert ist. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Vredestein, BKT und Trelleborg. Dann haben wir hier beim Design, beim Fenster, die Möglichkeit zu sagen Design 2, 3 und 4. Dies betrifft die Tönung der Scheiben. Dann können die Spiegel geändert werden in eine Version, diese hier. Dann haben wir die andere Version oder eben die Standardversion. Natürlich kann hier noch das GPS mit installiert werden, jedoch ein Nummernschild kann hier nicht hinzugefügt werden. Die nächste neue Mod kommt von Rick Black Labelle TWD Modding und heißt Pressel und Ladeballengabel. Downloadgröße 0,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben es bei diesem Modell mit dem Modell B11 zu tun, mit einem Gewicht von 240 Kilogramm und einem Preis von 680 Euro. Hier kann geändert werden, wie viele Zinken angebracht werden sollen, entweder 2, 3, 4 oder gar 5 Zinken. Und der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Frontlader zu Teleskoplader, falls gewünscht. Bei der Hauptfarbe haben wir eine Auswahl zwischen Grau, Schwarz, Grün und Orange. Wir kommen zum ersten einer ganzen Serie von neuen Trecker, die heute herausgekommen sind. Und zwar betrifft das hier den Fast Track 4000. Kommt von Schnibbel Modding, hat eine Downloadgröße von 9,99 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt er in der Standardversion mit einer Leistung von 167 PS, einer stufenlosen Schaltung, 390 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 45 Liter für DEF. 62 Kilometer ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,5 Tonnen und kostet 176.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Norkien und Trelleborg. Und dann haben wir eine Spezialausführung, respektive zwei. Die erste ist die 25 Jahre Edition und die andere ist die Bayern Edition. Händleraufkleber kann hier oben hinzugefügt werden, entweder eben hier Händleraufkleber, das ist hier Gruma, oder eben ohne. Frontladeranbau kann gewählt werden zwischen Quickie Hauer. Dann kommen wir zu der Motorenausführung. Und zwar haben wir, wie gesagt, die 4160 mit 167 PS. Die 4190 mit 189 PS, dann haben wir die 4220 mit 220 PS und das war dann die letzte Motorisierung. Bei den Hauptfarben haben wir das Gelb, JCB Gelb, einmal Silber, Schwarz und Kommunal
Und bei den Felgenfarben können wir genau aus derselben Farbpalette auswählen. Wir kommen zum Schwietermaker Siva 840 und zwar in der Version von Leon.k. Downloadgröße 7,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wenn ihr denkt, ihr hättet den schon irgendwo gesehen, das ist richtig. Wir hatten den schon mal in einer Mod, und zwar in einem Pack, und zwar zusammen mit dem 720er, haben wir den 840er gehabt. Jetzt kommt der 840er, eben wie gesagt von Leon.k. Hat eine Ladekapazität von 48,5 Kubikmeter, wiegt 8,4 Tonnen und kostet 72.000 Euro. Konfiguration kann gewählt werden zwischen Aufbau, der hinten angebaut wird, oder die Standardversion. Die Reifenherstellung kann gewählt werden zwischen Michelin, Nokian und Trelleborg. Und natürlich kann hier noch ein Kennzeichen hinzugefügt werden. Wir kommen zum Fassgewicht. Und zwar kommt das von ICAS. Downloadgröße 2,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Fassgewicht in zwei Ausführungen. Und zwar zum einen mal das Fassgewicht einfach, das ist 600 Kilo und kostet 200 Euro. Hier kann ein Aufkleber hinzugefügt werden, je nach Marke, die ihr das bezeichnen möchtet. Also da gibt es Fendt, John Deere, Case, New Holland, Klaas, Massey, Valtra, Deutz-Fahr und Steyr. Akku natürlich auch und eben dann wieder zurück. Dann kann eine Anhängerkupplung hinzugefügt werden, und zwar mit Zugmal oder ohne. Und die Hauptfarbe ist klar, betrifft da Body des ganzen Gewichts. Die nächste Version ist das Fass mit Zusatzgewicht, kostet 300 Euro und wiegt 900 Kilogramm. Hier können lediglich die Aufkleber gewählt werden wie beim vorherigen Modell und natürlich die Hauptfarbe hat dieselbe Konfiguration. Wir kommen zum zweiten Trecker, der heute rauskommt, und zwar den Massey Ferguson 7720S von LS Agrar Ole. Downloadgröße 9,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Massey mit einer Leistung von 225 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 430 Litern, 40 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h und wiegt 7,9 Tonnen. Preis 199.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Dann können Warntafeln hier an der Seite seitlich angebracht werden, einmal ja oder eben nein. Frontlader können zugebaut werden von Quickie und Hauer. Die Motorenausführung haben die 7720er, wie genannt, mit 225 PS. Dann haben wir die 22er mit 240 PS. Dann haben wir die 24er mit 260 PS. Oder wir haben die 26 mit 280 PS. Bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit zwischen Rot, Schwarz, Grau, Grün, Weiß und Kommunal. Und bei der Designfarbe haben wir dieselbe Palette. Und zwar betrifft das wirklich das Design an sich. Die Hauptfarbe kann man so ändern. Und die Felgenfarbe haben wir die Standardpalette zur Auswahl. Wir kommen zum Zetor Proxima HS 120 von Agrotron Modding mit einer Downloadgröße von 11,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit 76 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 190 Litern, 28 Litern DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 4,6 Tonnen. Grundpreis 49.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugefügt werden, und zwar einmal den von Quickie und den von Hauer. Bei der Motorenausführung haben wir die 80er Serie mit 76 PS, dann haben wir die 90er Serie mit 88 PS, die 100er Serie mit 96 PS und die 110er Serie mit 107 PS. Ach, da gibt es sogar noch eine Version mehr, und zwar ist das die 120er Serie mit 117 PS. Hier kann natürlich noch das Kennzeichen hinzugefügt werden. Das Lustige an dem Traktor ist, wenn man die X-Taste drückt, dann kann man die Motorhaube öffnen. Das habe ich bisher so nicht gesehen, zumindest nicht bei Mods, die im ModHub freigegeben worden sind.
Wir kommen zum nächsten Trecker und zwar ist das der Fendt 500 in der Vario-Version und zwar der Generation 3. Kommt von Moos Agrar, Downloadgröße 14,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit 124 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 38 Litern DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 7,8 Tonnen. Preis in der Standardversion 159.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann hier vorne beim Design geändert werden, ob ein Haubenschutz hinzugefügt werden soll oder der Federhalter genügt. Dann können wir den Frontladeranbau hinzufügen und zwar den von Quickie und Hauer. Motorenausführungen haben wir die 12er Serie mit den genannten 124 PS, die 13er Serie mit 133 PS, die 14er Serie mit 150 PS und die 16er Serie mit 163 PS. Bei der Hauptfarbe haben wir die Fendt klassischen Farben, bei der Designfarbe ebenso und bei der Felgenfarbe haben wir Rot, Schwarz oder Weiß. Wir kommen zum letzten Trecker, der heute freigegeben worden ist. Und zwar ist das der Johnny 7010. Kommt von Moos Agrar, Downloadgröße 8,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit 160 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 344 Litern, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Gewicht von 7,4 Tonnen. Preis in dieser Standardversion hier 92.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian, Continental und Trelleborg. Dann kann hier eine Rundumleuchte hinzugefügt werden und zwar in der Version einmal links, einmal rechts und einmal beidseitig. Frontladeranbau und das erstaunt mich, hier kann ein Frontlader hinzugefügt werden von Quickie und Hauer, jedoch nicht von John Deere. Die Motorenausführung haben wir zwei Varianten, einmal den 7710 wie gesehen 160 PS und dann die 7810er Serie mit 175 PS. Hier kann noch das Kennzeichen hinzugefügt oder geändert werden. Die nächste neue Mod kommt von Curato Farms mit einer Downloadgröße von 11 KB in der Version 1.0 und ist nur für PC und Mac. Und zwar heißt diese Mod Motor ausschalten deaktivieren. Also wenn wir normalerweise einen Motor am Laufen haben und uns weit davon entfernen, also aus dem Umfeld des Traktors rausgehen, stoppt der Motor automatisch. Das ist nicht sehr praktisch, wenn man zum Beispiel über ein Förderband was verladen will und man nicht immer dabei stehen will, dann kann man sich da nicht entfernen, weil sich nämlich dann der Motor ausschaltet, wenn man zu weit weggeht. Dieser Mod deaktiviert diese Option. Das heißt also, wir können uns beliebig weit von diesem Motor entfernen. Der läuft weiter, ohne dass der sich automatisch ausschaltet. Die nächste neue Mod kommt von Stinger Top Gun, hat eine Downloadgröße von 45 KB, ist in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und wenn wir hier unten schauen, sehen wir hier eine Gewichtsanzeige, die sagt jetzt 7,4 Tonnen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel aber noch einen Anhänger hinzufüge, der noch leer ist, dann würde es hier vielleicht heißen 10 Tonnen. Und je nachdem, wie der gefüllt ist, kann man hier dann auch ablesen, wie schwer A der Traktor ist und B, wie viel das Gesamtgewicht von allen Anbaugeräten, Anhängern und Füllung zusammen mit dem Traktor ist. Die nächste neue Mod kommt von Agrario, hat eine Downloadgröße von 16 KB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das hier der platzierbare Güllenkauf. Den finden wir im Baumenü und zwar entgegen der Erwartung nicht unter Produktion und Fabriken, finden wir den unter Silos. Das ist der hier, heißt Güllenkauf und dient dazu, dass man entweder Gülle oder Gärreste direkt kaufen kann, um auf die Felder zu bringen. Die nächste neue Mod heißt Honigpalettenregal, kommt von Keltibero. Downloadgröße 1,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das hier ein Regal, das hingestellt werden kann, gemeinsam mit dem Honig-Spawnpunkt
für die Bienenzucht. Das heißt also, wenn wir das hinstellen, dann wird direkt hier der Honig gespawnt auf diesem Regal. Zu finden natürlich unter den Tieren, und zwar den Bienen hier. Das ist dieses Regal hier. Und hier können 6 Paletten gespawnt werden, ehe man das Regal leer machen muss. Wir kommen zur nächsten neuen Mod, und zwar kommt diese von Matei Mods. Heißt Metallunterstand mit Sonnenkollektoren, hat eine Downloadgröße von 3,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich unter Hallen zu finden, und zwar ist das diese hier, Metallunterstand mit Solar, und diese Solarzellen produzieren ein Einkommen von 1.120 Euro im Monat. Die nächste neue Mod heißt Platzierbare Bauschilder und kommt von Univers Simu Modding mit einer Downloadgröße von 0,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Mod ist zu finden im Baumenü, und zwar nicht unter Sonstigem, sondern unter Zäune, weil diese anscheinend wie ein Zaun hingebaut werden müssen. Das heißt also, wir können da das eine nehmen, können da einen Startpunkt setzen und können das dann entsprechend so hinbauen über die Straße, um eine Straße zu sperren. Haben hier die Böller. Verschiedenste Art und Weise gibt es hier. Selbst ein Zaun kann hingebaut werden. Einen provisorischen Schutzzaun. Und das ist diese Mod hier. Kann natürlich entsprechend auch wieder einzeln abgerissen werden. Und zwar können hier diese Elemente einzeln abgerissen werden. Ja, so viel zu dieser Mod, und wir machen gleich weiter mit der letzten neuen Mod von heute. Und zwar heißt diese Trocknung Fermenter, kommt von Hasco, Downloadgröße 15,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist natürlich eine Produktionsstätte, welche Heu oder Silage herstellt. Ja, für die Heuproduktion brauchen wir 1000 Liter oder 1000 Einheiten an Gras und 50 Einheiten an, Achtung, Stroh. Das ist das erste Mal, dass ich diese Mischung sehe, um Heu herzustellen. Aber auf jeden Fall hier in diesem Falle ist das so. Dann kann Silage hergestellt werden in dieser Produktionsstätte. Entweder aus Gras, also Grassilage, oder aus Häckselgut. Das war es schon wieder von den Mod-Vorstellungen von heute am Freitag, dem 25. Februar im Jahre 2022. Sagt mir doch bitte in den Kommentaren, welche Mod werdet ihr auf jeden Fall mit ins euer Spiel nehmen? Welche Mod würdet ihr außen vor lassen? Ich auf jeden Fall werde die Mod Motor ausschalten, deaktivieren, mit reinnehmen. Die ist, finde ich, sehr, sehr nützlich. Ist auch wieder eine Quality of Life Mod. Also wird auf jeden Fall einiges beeinflussen. Finde ich hervorragend, dass man eben auch mal vom Gerät weg kann, ohne dass sich gleich der Motor ausschaltet. Hervorragend gemacht, eine gute Idee. Ich hoffe, euch hat diese Mod-Vorstellung gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Bitte lasst mir doch euren Daumen noch da, falls euch diese Mod-Vorstellungen gefallen. Bitte holt euch das Abo ab, wollt ihr keine solchen Mod-Vorstellungen verpassen. Auch keine der anderen Inhalte, die auf diesem Kanal herausgegeben werden, wie zum Beispiel diese Angezockt-Serie mit dem Livestream zu der Oldstream Farm oder auch andere Inhalte, die in Kürze herauskommen werden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt sehr, sehr viel Spaß beim Zocken. Zockt so viel wie die Tastatur, das Lenkrad und so weiter hergibt. Es ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Genießt es. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Danke, tschüss und hasta luego.